Nach einem kurzen Lichtblick in der Weihnachtszeit haben Einzelhändler im Jänner erneut deutlich unter den Beschränkungen wegen der Corona-Krise gelitten. Der Umsatz der Branche in der Eurozone sei zum Vormonat 5,9% zurückgegangen. In der EU hat das Minus demnach 5,1% betragen. Im Jahresvergleich sind die Umsätze in der Eurozone um 6,4%, in der EU um 5,4% gefallen. In Österreich war der Rückgang mit minus 16,6% am stärksten in der EU. Deutlich zurückging mit einem Minus von 12% in der Eurozone und 9,9% in der EU im Vergleich zum Vormonat die Umsätze im Nicht-Nahrungsmittelsektor. Zulegen konnte im Jänner hingegen der Versandhandel per Internet. In Österreich sind die Gesamtumsätze mit einem Minus von 16,6% im Vergleich zu Dezember 2020 am stärksten zurückgegangen. In Schweden legten sie unterdessen mit einem Plus von 3,5% am meisten zu. Österreich hat nach Weihnachten aufgrund der Coronavirus-Pandemie erneut seine Geschäfte geschlossen. Daten zu Tschechien, Italien, Kroatien und Zypern fehlten. Im Dezember 2020 war das Einzelhandelsvolumen im Vergleich zum Vormonat in der Eurozone und in der EU um 1,8 bzw. 1,4% gestiegen.